Die dritte Liga live bei Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Zehn lange Jahre mussten sie auf Profifußball im Grünwalder Stadion warten, die Münchner Löwen. Seit 2005 war das nicht mehr der Fall in der zweiten Liga. Danach folgten schwierige Jahre in der Allianz Arena und der Absturz in Liga 4. Jetzt sind sie wieder da in Liga 3. Der erste Heimgast, die Sportfreunde aus Lotte in Rot. 60 in Weiß und Blau. Direkt mal mit einem starken Beginn. Das 1:0 nach 13 Spielminuten. Simon Lorenz darf das allererste Löwentor der Saison machen. Er rückte rein in die Startformation für Mauersberger, der Innenverteidiger. Direkt mal perfekt in Szene gesetzt von einer guten Freistoßflanke von Steinhardt. Und die Löwen hatten richtig Dampf auf dem Kessel. Viel Vortrieb. Hier mal Mölders, der den Ball in die Spitze bringt. Roll will klären. Und dann kommt Adriano Grimaldi mit einem ganz feinen Füßchen nach 22 Minuten mit dem 2:0 und neuem Torjubel. Hält sich da die Hand vors Gesicht. Klären wir später. Erstmal der Blick auf Mölders, der den Ball in die Tiefe bringt, dann damit den Gegner in Bedrängnis und eben Grimaldi sein erstes Pflichtspieltor für 1860 München. Er spielte in der letzten Saison noch für Preußen Münster. Lotte zeigte sich geschockt, aber die Gäste hatten auch die ein oder andere Möglichkeit. In Halbzeit 1 diese Kopfballchance zum Beispiel von Langlitz und beim genauen Hingucken sieht man, dass die Hand vom Münchner Captain von Weber hochgeht. Da war 60 im Glück. Das hätte auch Elfmeter geben können. Zum Ende der ersten Halbzeit noch ein bisschen Slapstick. Grimaldi stoppt den Ball mit dem Rücken, dann die Pirouette. Der Abschluss wird nicht belohnt, trotz allem 2:0 zur Pause. Daniel Birovka, der 60er Trainer, momentan alle Hände voll zu tun. Unter der Woche macht er noch den Fußballlehrer in Hennef. Trotzdem hatte er seine Mannschaft tipptopp eingestellt. Zweiter Durchgang. Grimaldi, der kann Tore schießen. Ja, der kann aber auch vorbereiten. Das 3:0 nach 51 Minuten. Und ja, so freut sich ein 33-jähriger Stürmer über sein erstes Tor in Liga 3. Sascha Mölders, da kannst du auch mal mit 103 Bundesligaspielen im Kreuz nochmal aus dem Sattel gehen. Das macht einfach Laune. Und damit war bei Lotte auch alles weg an Motivation, an Gegenwehr. 60 stürmte immer weiter. Das 4:0 in der 65. Wieder klasse Freistoß von Steinhardt. Grimaldi mit einem überragenden Kopfball. Und am Ende wirft sich der Captain Weber rein, der eingesprungene Seitfallzieher. Das 4:0. Es war ein Torfestival aus 60er Sicht. Lotte trotz allem mit einem kleinen Lebenszeichen. Und zwar der junge Sinan Kaveina. Erstes Profispiel und so ein Tor hinterher mit voller Wucht rein zum 1:4 in der 81. Minute. Er in der letzten Saison noch Regionalliga gespielt. Mit so einem Tor kann man sich auf jeden Fall auch mal in der dritten Liga zeigen. Und bei 60 enorm viel Qualität im Kader für einen Aufsteiger. Ein Beispiel dafür Stefan Lex, einer der Top-Neuzugänge, nur von der Bank. Er belohnte sich aber mit all seiner Routine in der 89. noch mit dem 5:1. Und das war auch gleichbedeutend mit dem Endergebnis. Für Lotte ein gebrauchter Tag, aber immerhin für den jungen Sinan Kaveina eine tolle Sache. Für mich jetzt erstmal viel wert, ja, also muss ich im Training hart arbeiten, um überhaupt spielen zu können. Und dann so ein Tor zu machen, ist natürlich geil. Und dass das erste ist, ist umso schöner. Wie war das nochmal mit dem Torjubel, Adriano Grimaldi? Steckt dahinter, dass ich immer kritisiert wurde von meinem Kollegen aus Münster, weil ich keinen richtigen Torjubel habe. Und das habe ich mir vor ein paar Wochen mal beim Fotoshooting spontan ausgedacht. Und was bedeutet das Ganze? Keine Ahnung. Tja. Not macht erfinderisch, manchmal zumindest. Für 60 München ein überragender Auftakt zu Hause. Ein 5:1 gegen die Sportfreunde aus Lotte. Die 15.000, die haben das Ganze gefeiert.